Einen wunderschönen guten Morgen. Ich nehme euch heute wieder mit. Wir sind schon wach. Und heute steht einiges an. Ne? Wir gehen heute zum Babyschwimmen und müssen zum Pferd. Und ich sehe extrem müde aus, obwohl unsere Nacht eigentlich ganz gut war. Genau, dann würde ich sagen, viel Spaß bei diesem Video. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Arian hat jetzt gelernt, beziehungsweise kann er das schon ein Stück länger, aber hat es dann wieder so quasi hinten angestellt. Der kann sich jetzt drehen und dadurch ist das Einschlafen zurzeit eine Qual einfach. Da ist der Manu. Was trinkst du? Bier? Reingepisst. Toll. Der schläft sehr komisch. Also die Nacht hat er irgendwo zwischen unseren Betten geklemmt, obwohl ich da echt immer drauf achte. Aber naja, wenn es bequem ist, ne? Kannst du mal aufhören, hier rumzuhusten. Ich guck dir so. Hi! Und tschüss. Sogar. Hallo. Hallo. Okay, dann nicht. Landung. Hallo. Hallo. Nicht wieder drehen. Will ich doch jetzt fertig machen. Ja, ich mache Ariel schnell fertig. Dann darf er meistens spielen. Und ich kann mir mein Frühstück in Ruhe machen. Und dann müssen wir auch schon wieder Gassi gehen. Der Kleine muss nämlich dann schlafen vor dem Babyschwimmen. Weil die letzten zwei Mal war er immer müde. Also ist ja okay, aber es wäre schön, wenn er irgendwie mal ein bisschen ausgeschlafen dort ankommen würde. Genau, so, ich mache ihn jetzt fertig und dann so, sehen wir uns gleich wieder. Ich mache mir jetzt Frühstück und ich nehme euch dabei mal mit. Und zwar esse ich seit ein paar Wochen das Porridge von Free Beers. Und ich, oh Gott. Voll, ey. Mom Life und so, ne? Ich komme aber nicht dazu, irgendwas zu machen. Das esse ich seit mehreren Wochen und ich liebe es einfach. Ist ja einfach, also vor allem, weil es halt schnell geht. Ich mache das in der Mikrowelle. So, 50 Gramm beziehungsweise 52 Gramm kommen in die Schüssel. Dann nehme ich Milch, in meinem Fall jetzt Hafermilch. Und davon kommen 150 Gramm rein. Nee, Milliliter. Ups, naja, ist nicht schlimm. Und das wird jetzt verrührt und dann kommt das für 3 Minuten in die Mikrowelle. Und während das halt vor sich hin, ja, köchelt, sage ich mal, kann ich halt noch andere Sachen im Haushalt machen, während Arian jetzt ein bisschen spielt. Und es geht halt einfach schnell, weil ich nicht dabei bleiben muss. Und wenn es dann fertig ist, dann muss es noch ein bisschen auskühlen. Und dann, ja, kann ich das schon ein bisschen toppen und esse das dann auch. Meistens mache ich das dann auch gleich mit Arian auf seiner Spielmatte, aber ja, war eigentlich so nicht geplant. Normalerweise würde ich mit ihm jetzt am Tisch sitzen, aber da unser Umbau noch nicht stattgefunden hat, ist mir das einfach viel zu blöd, immer umherzulaufen. Aber das ist eine andere Geschichte. Genau, das kommt jetzt für 3 Minuten in den Kühlschrank. Habe ich Kühlschrank gesagt? Ich
Ich meinte Mikrowelle. Meistens hole ich es aber schon raus nach 2,5 Minuten. Einfach, weil ich das mag, wenn das noch ein bisschen flüssiger ist. Also so nicht ganz so, ja, keine Ahnung, fest. genau. Ja. Seht ihr, was ich meine? Also hier ist noch so ganz leichte Flüssigkeit. Und die, wenn ich die jetzt umrühre, die verschwindet dann natürlich. Aber wenn das so lange drin bleibt, dann ist das so hart. Genau. Mit einer Hand umrühren macht sich auch echt gut. So, das lasse ich jetzt so ein bisschen stehen, damit das ein bisschen abkühlen kann. So, oh, hier sieht es aus. Da ist Bamu und Arian spielt noch. Der hat sich jetzt sogar schon auf den Bauch gedreht, habe ich gesehen. Guck mal, möchtest du das haben? Du willst eine Schildkröte, ich weiß. Aber die fusselt doch so. Guck mal. Er kann auch nicht ganz so viel damit anfangen. Aber er mag Musik und Farben. Und er hat auch letztens schon drauf rumgedrückt. Also man kann auf diesen einzelnen Tasten da so ein bisschen rumdrücken. Genau. Guck mal da. Das Interesse dafür ist auf jeden Fall da. Ein bisschen abgekühlt, aber immer noch warm. Und ich hau da jetzt ein bisschen Zeug drauf. Einmal Blaubeeren. Dann habe ich hier Mandeln. Immer so eine Handvoll ungefähr. Und dann habe ich hier, kriege ich nicht auf, das ist kein Boa mehr, sondern das sind so Haferflocken? Nee. So Crunchy-Zeug halt. Das ist vom DM. Da mache ich auch ein bisschen was drauf. Das schmeckt sehr nach Kokos. Die haben die Rezeptur geändert. Mag ich jetzt nicht so, aber ich habe es, wie ihr sehen könnt, fast auch gebraucht. Genau, so, das esse ich jetzt. Gehe ich jetzt ins Spielzimmer und gönne es mir. Und so bin ich dann echt gut gestärkt und das ging jetzt halt auch recht schnell, ohne dass ich jetzt mir irgendwas, ja, schmieren muss oder Toast machen muss. Was los? Was los? Jetzt beschwert er sich wieder, weil er sich nicht umdrehen kann, obwohl er das kann. Guck mal so. Nein. Ja, ich beschäftige ihn jetzt ein bisschen und dann kann ich in der Zeit frühstücken. Guck mal. Guck mal. Psst. Wie ihr sehen könnt, er ist jetzt schon wieder nicht mehr so gut drauf. Und das liegt einfach daran, dass er jetzt einfach schon wieder müde ist. Deswegen habe ich frühs auch einfach nicht viel Zeit zum Frühstücken. Meistens klappt es dann trotzdem. Oder ich nehme ihn halt so ein bisschen auf meinen Schoß. Guck mal. Ist einfach jetzt die Müdigkeit wieder. Und der ist ja noch gar nicht so lange wach. Wenn ich gegessen habe, gehen wir auch dann Gassi und dann kann er auch schlafen. Meistens klappt das aber zurzeit nicht so gut, weil ich halt immer rausgehe, wenn er so ein bisschen rumquengelt und ich denke, er ist müde. Meistens ist er dann aber doch gar nicht so müde. Also schon, aber wehrt sich noch so ein bisschen und schläft dann nicht ein im Kinderwagen. Ich darf ihn dann hinlegen, wenn wir wieder vom Gassi da sind. So richtig Mom-Life. Natürlich komme ich wieder nicht zum Essen. Pamu steht da gerade, deswegen hat Arian so geguckt. Aber naja. Ist nicht weiter dramatisch. Wir gehen nachher eine schöne Runde Gassi, ne? Mit zwei. Arian ist total fasziniert. Sorry. Kann euch das mal zeigen. Okay, jetzt ist er vom Handy fasziniert. Wo ist der Pamu? Ja, da ist der Pamu. Er liebt ihn wirklich schon abgöttisch. Er freut sich riesig, wenn er abgeleckt wird und so. So süß die zwei. Jetzt habe ich dich hier so ganz komisch. Er drückt sich so nach vorne. Wenn ich ihn jetzt also nicht festhalten würde, würde es ja genau so enden. Und dann, wenn ich ihn auf den Bauch lege, hat er keinen Bock mehr. So, muss mich jetzt ein bisschen fertig machen mit ihm, weil ablegen geht gerade gar nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Also klar, ich habe gesagt müde, aber er kann auch anders sein, wenn er müde ist. Also, naja, muss ich es halt ein bisschen komplizierter machen. Ich wasche mir jetzt so schnell das Gesicht ein bisschen ab. Ja, das ist spannend, ne? Dann putze ich... Oh, boing. Scheint dich wehgetan zu haben.
Ja, dann putze ich noch Zähne und dann gehen wir raus. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Folgendes, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ist überbelichtet, oder? Entschuldige. ja, ich habe mich jetzt fertig gemacht, das habt ihr ja gesehen. Und wir fahren dann jetzt auch gleich los, weil ich ja an der Packstation war und die ging nicht. Und da muss ich jetzt doch nochmal zur Post fahren, das Paket wegschicken und danach fahren wir meine Mama abholen. Und dann geht's für uns zum Babyschwimmen. Ich bin gespannt. Oh, es ist halt immer so eine doofe Zeit irgendwie. Keine Ahnung. Aber es, ja, Nachmittag wäre genauso blöd. Also, naja. Aber Arian ist dort schon bekannt, dass er dann irgendwann keinen Bock mehr hat und ganz viel weint. Ist einfach so. Aber ist ja nicht schlimm. Jedes Kind, wie es mag, ne? Und du magst halt einfach nicht ganz so lange. Aber er gibt auch echt Gas und Wasser, also. Yes. Mein Staubsauger verwüstet schon wieder alles. Der ist so aktiv im Wasser und strampelt so unglaublich viel und spielt mit dem Wasser und so. Und dass er dann irgendwann müde ist, ist ja klar. Genau. Er ist jetzt immer noch müde. Aber was soll ich denn machen, ne? Ich hoffe, dass er vielleicht im Auto nochmal einschläft. Für 10, 15 Minütchen. Das wäre Jackpot. Genau. Jackpot. Wollen wir jetzt gehen? Später muss. Langsam gehen. Ja. Pavo bleibt hier. Und dann sehen wir uns beim Babyschwimm wieder. Ja. Das können mehr Runden machen. Könnt ihr euch schon ausdrücken? Mit der Klasse? Nee. Davon aus, weil er halt sehr aktiv im Bett ist, er macht den ganzen Tag so. Also ganz wichtig, immer auf den Bauch legen, wenn du umgehst. Ja. Also jetzt nicht zum Schlafen, sondern wenn du so ablegst, wenn du jetzt gepresst ist oder am Nacken hängt, dann ist es ganz gut. Oder wenn die Haut dann so leicht manövriert wird, dann ist es nicht ein Zeichen. Ja, Mama. Thank you.
mal taugen. Runter mit dem Baby. Los. Wir sind jetzt beim Babyschwimmen fertig. Ich habe euch ja ein bisschen was mitgefilmt oder mitfilmen lassen. Und jetzt bin ich mal schnell auf Koppel. Da steht er schon irgendwo da. Und ich muss inhalieren. Mehr mache ich heute nicht. Ich kann gar nicht mehr machen. Dafür habe ich die Zeit gar nicht. Aber ich freue mich, wenn Manu nächste Woche Elternzeit hat. Dann kann ich auch mal wieder was mit ihm machen. Genau. Ja. Er wird inhaliert, weil er starke Probleme mit der Luft hat. Gerade in Pollenzeit. Der hat auch eine Heustauballergie und kann quasi nur nasses Heu fressen im Winter. Deswegen ist er ein bisschen eigen. Deswegen inhaliere ich jetzt schnell und es klappt auch ganz gut, um es halt einfach ein bisschen vorzubeugen. Der hatte die letzten Tage schon ein paar Problemchen, aber haben wir ganz gut in den Griff gekriegt, so dass der Tierarzt eben nicht kommen musste. Das ist immer viel wert, wenn ich das vermeiden kann, weil Tierarztrechnungen sind schon sehr teuer. Hallo Ricardo! Natürlich guckt er jetzt nicht. Hi! Das ist er. Hat eine Fliegenmaske auf. Hallo Schatz! Na, hi! Hallo! Wie atmest du? Ein bisschen angestrengt. Hm? Das ist Rastin. Hallo Rastin. Ja. Na, ein bisschen schwer atmet er schon noch. Und fertig. Das ist das Teil. Das ist dieser Aufsatz. Und da habe ich hier ganz normal, auch wie Allergiker oder Asthmatiker, die haben das gleiche. Ich habe es aus der Apotheke. Genau. Ja, jetzt bin ich ja fertig. Und dann geht's nach Hause. Kuckuck. Kuckuck. Was ist los? Wo willst du noch hin? Wo willst du noch hin? Ich meine Arme wegtreten. Das tut weh. Guck nicht so grimmig. Guck nicht so grimmig. Gibt gleich Pizza. Zumindest für mich. Wir sind wieder zu Hause. Und eigentlich soll Aria Mittagsschlaf machen. Aber ihr seht ja. Ach Gott. Er ist sogar fast schon eingeschlafen und dann hat er wieder angefangen zu erzählen und zu lachen. Und was weiß ich, wer die ganze Zeit macht hier. Oh, ich bin so müde. Ich wollte gerne mitschlafen. Normalerweise ignoriere ich das dann jetzt. Also ich lasse ihn einfach machen. Und irgendwann fängt er auch an mit Quengeln und dann biete ich ihn den Nuki an und versuche mit ihm so zu kuscheln, zu streicheln, dass er dann einschläft. Aber jetzt brauche ich gar nichts machen, weil da muss ich jetzt erstmal irgendwie ein bisschen müde machen von selbst wieder. Guten Morgen! Wir sind wieder erwacht. Ich habe einfach mitgeschlafen. Ich habe jetzt 2 Stunden geschlafen. Er ist dann doch recht schnell noch zur Ruhe gekommen. Also ohne Stress, ohne Weinen oder so. Das ist sonst immer bei uns so ein Thema, dass er dann oft vorm Einschlafen immer weint, weil er halt total müde ist. Aber diesmal nicht. Und da sind Babyfüße. Einmal Babyfüße. Genau, der Manu kommt jetzt auch gleich nach Hause. Ich muss mich dann auch nochmal los. Der Pamo muss auch noch raus. Oh Gott, der arme Pamo, aber ich wecke mein Kind nicht. Also der hält das schon mal aus, der Pamo. Genau. Ja, dann gehe ich jetzt gleich mit Pamo raus. Und dann muss ich nochmal schnell ins Krankenhaus. Ich wollte euch noch die 4-Moms-Baby-Wippe zeigen. Das ist jetzt keine Kooperation oder so. Ich habe die jetzt einfach die letzten Monate getestet. Genau. Arian ist zu groß geworden. Wir müssen leider unsere Wippe verkaufen. Ich werde die auf Vinted online stellen. Falls du Interesse hast, kannst du da gerne mal vorbeischauen. Die Wippe ist wirklich neuwertig, weil wir die nicht so oft gebraucht haben, leider. Keine Gebrauchsspuren, nichts.
Ich zeige sie euch mal. Also das ist die Wippe. Und die wirbt damit quasi, dass die Babys sich wohler fühlen als in einer normalen Schaukel, sage ich mal. Weil die halt so, mutterähnliche Bewegungen macht, sage ich mal. Also ich schreibe bei Vinted dann den Text mit rein von der For Moms Seite. Also man kann die hier anmachen. Und ihr seht schon, die macht diese Bewegungen. Und man hat hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Hier kann man es erstmal schneller machen. Das ist maximal. Genau. Und dann, da kann man hier die verschiedenen VIP-Richtungen und sowas einstellen. Also das ist jetzt Känguru. Dann hat man hier so ein so ein U-förmiges. Genau, das ist dann die andere Richtung. Und dann nochmal so Kreisbewegungen. Genau. Zusätzlich kann man hier, ich mache einmal aus, Musik anmachen. Beziehungsweise sowas wie, ja, weißes Rauschen. Ja, auch nochmal weißes Rauschen, glaube ich. Das ist Meeresrauschen. Herzschlag. Genau. Das kann man auch alles übrigens über eine App steuern. Die kann man sich dann einfach runterladen und kann es quasi übers Handy steuern, wenn man jetzt nicht immer hierher laufen möchte, wenn das Baby gerade irgendwie schläft oder so. Genau. Zusätzlich kann man auch eigene Musik laufen lassen über ein AUX-Kabel. Dazu muss ich leider sagen, dass die Lautsprecher halt einfach nicht so laut sind. Also ich glaube, dann macht es mehr Sinn, wenn man das Handy einfach auf einen Tisch daneben legt und einen Flugzeugmodus macht. Genau, und dann hat man quasi den gleichen Effekt. Ja, wir waren an sich sehr, sehr zufrieden mit dieser Wippe. Man hat hier oben noch so was zum Angucken und dann auch zum Spielen. Arian kommt da mittlerweile auch ganz gut dran. Und wir waren, wie gesagt, zufrieden, aber leider haben wir sie nicht so häufig genutzt, weil wir sie erst relativ spät gekauft haben. Wenn man die natürlich von Geburt an hat, ist das was sehr Tolles, glaube ich. Man kann das hier auch verstellen, also man kann es aufrechter machen, dass das Kind quasi aufrechter sitzt. Genau. Und hier seht ihr nochmal den ganzen Mechanismus dahinter. Ich mache nochmal an. So funktioniert das. Genau. Die Wippe ist auch relativ teuer, aber ich würde sagen, eine Anschaffung lohnt sich bestimmt, wenn man jetzt keine Federwiege kaufen möchte. Also für mich kam keine Federwiege in Frage, weil einfach es mir zu teuer war. Gerade weil ich eine mit Motor gebraucht hätte und mit so einem Gestell und alles. Und das wollte ich einfach nicht. Deswegen habe ich mir diese Wippe angelegt und finde sie wirklich nach wie vor super. Aber leider ist Arian jetzt mittlerweile zu groß. Und ja, genau. Eine Runde spazieren. Ich muss doch nicht ins Krankenhaus. Ich habe meinen Termin abgesagt. Beziehungsweise hat er sich einfach erledigt. Was macht Stumpi so? Spielt mit der Schnullerkette. Hallöchen, ich habe mir jetzt mein Getränk schmecken lassen und muss jetzt trotzdem noch ein bisschen was im Haushalt machen, beziehungsweise Sachen halt, die liegen geblieben sind. Vor allem muss ich noch ein bisschen Babykleidung abfotografieren und auf Vinted stellen. Ihr könnt mir dort gerne mal folgen, da kommt ja in den nächsten Wochen immer mal wieder was online, wenn ich es schaffe, halt was hochzuladen. Teilweise sind die Sachen ungetragen vom Arian oder auch mal was von mir. Ich freue mich, wenn ich das Zeug dann los bin und ja. Genau, also folgt mir am besten einfach bei Vinted mal, da kriegt ihr ja eine Benachrichtigung, wenn wieder was hochgestellt wurde.
Ich versuche aber jetzt so viel wie möglich zu fotografieren, dass ich das im Laufe des Abends dann einfach hochladen kann. Das Paket, was ich heute weggebracht habe, das war auch für eine Zuschauerin. Die hat auch was gekauft bei mir. Genau. Teilweise sind das auch Schlafsäcke in verschiedenen Größen. Die sehen ja alle noch total gut aus und sind doch alle noch gut, weil er die halt kaum getragen hat. Genau, hier ist auch noch ein Schlafsack. Hier ist auch noch ein Schlafsack. Ich habe ganz viele Bodies. Allgemein habe ich, glaube ich, noch sehr viele Hosen und sowas. Wie gesagt, ich versuche das jetzt alles mal schnell abzufotografieren. Genau, und werde es dann hochladen. Ihr könnt bei Vinted oben in die Suchzeile und meinem Profil auch filtern. Also ihr könnt was suchen oder ihr könnt filtern. Quasi wenn ihr Jugendkleidung sucht in Größe 62 oder so, dann wird euch das dann direkt angezeigt und ihr müsst euch dann nicht so durchscrollen. Genau, gut, dann mache ich das jetzt mal eben schnell. Dann muss ich noch meinen Salat vorbereiten. Und dann geht Arjen wahrscheinlich schon ins Bett, wenn er nicht vorher noch ein Nickerchen macht, weil er ist schon wieder total, ja, genervt und quengelt drüben nur rum bei Manuel. Das ist eigentlich immer so ein Anzeichen, dass er müde ist und dass er nochmal schlafen möchte. Die Geräusche. Vielleicht bringe ich ihn auch dann einfach oder bringen wir ihn dann einfach ins Bett. Je nachdem, wie spät es gerade ist. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist erst halb sechs. So ein bisschen früh. Ja, mal gucken. Genau. Ja, mein Vinted-Profil ist übrigens in der Infobox verlinkt. Kannst einfach draufklicken. Genau, wir bringen Arjen jetzt ins Bett. Jetzt ist es gleich. Oh, Püpi. 18:30. Ich würde sagen, ich melde mich dann auch ab für heute. Und ich mache jetzt nur noch ein bisschen Haushalt. Hey. Psst. Genau, ich mache noch ein bisschen Haushalt und was zu essen. Und dann gehen wir auch ins Bett. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in meinen Alltag gefallen. Ich habe heute mal so ein paar Sachen gezeigt, die ich sonst nicht zeige, weil sie halt einfach nicht passieren, wie das Babyschwimmen oder so. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!